spannendes Volk. Hey, wir lassen Mario mal Staudamm aus Holz suchen. Mal sehen, ob er einen findet. In dem Lied gibt's den ja, also das ist ja... Ja, das, die bauen auch Schneemänner genau. aus Holz. Wir haben uns ja aufs Lied bezogen, also ist der die Aussage auch mit richtig. Kugeln. Genau. Ist der runterfahren? Ja, runterfahren. Bordeaux was, wo enorm. Seid ihr denn? Hier. Ja, wir fahren gerade da ab, wo du abgefahren bist. Ich hab abgefahren. Nein. Ja, doch, da wo du am Anfang abgefahren bist. Nee, am Anfang nicht. Am Anfang ja, doch, da wo wir uns getrennt haben. Was? Uns getrennt? Nein! Finde ich aber nicht gut. Nicht? Nee. Finde eine Trennung nicht gut. Nee. Nicht? Nee. Nee. Echt nicht? Nee. Nee, der Julian hat aber auch niemanden zum Trennen. Von daher. Man kann sich auch von Freunden trennen, James. Interessant, mein Navi will mich jetzt zurückschicken. Ja, ja, du musst das explizit sagen. Haben wir Ende letzten Jahres gemacht, James. Das war du hast ja Ende letzten Jahres, das war Mitte letzten Jahres. Mitte, Ende letzten Jahres. Nee, ich hab noch keine Frage. Ich wollte ihn in jetzt schickt er mich in wieder Doch, er war Zimmermann der Gute, also not the worst, ey. Jesus, auf dich, Brudi, happy. Aber dass Jesus Zimmermann war, wäre mir auch neu. Ja, das ist mir auch neu, aber das haben die halt in dem Lied gesungen. Ja. Nee, das ist tatsächlich so. Moment. Nee, Josef das war Zimmermann. Das ist faktenfundiert. Faktenfundiert. Josef? Ja, die sagen ja auch, Wham kann. Jetzt Josef, bin ich mir aber Josef auch nicht, war Zimmermann. Jetzt bin ich Jesus, mir aber auch nicht mehr sicher. Jesus hat immer nur dumm rumgegammelt und war das größte Arschloch auf Erden. Jesus war ein guter Mann, der hatte immer Latschen an. Der hat doch auch irgendwie mit diesen Bodentauben, hat er doch die anderen Kinder da verarscht. Oh, hier abfahren? Ja, da war er eigentlich ein ziemliches Arschloch als Kind. Jesus war ein Arschloch. Aber als einmal im Jahr Kirchengänger darf das sagen. Ja, das stimmt. Darf er das? Ja. Er war kein Arschloch, der war einfach Gottes Sohn, weißt du? Ja, der darf das. Ja, genau. Weißt du, Hafti, Junge. Hafti. Kollege. Ich höre so eine Scheiße nicht. Ich auch nicht. Hallo Carsten. Hallo. Hallo Carsten. Aber man kommt ja medientechnisch gar nicht mehr drum rum, von den Leuten zu erfahren. Hallo das ist Carsten. Das Schlimme. Weißt du, wie du da nicht mehr drum rum kommst? Setz dich in Dortmund in den Bus. Ja. Jo, Digga, Alter, schwör. Da kannst du dich auch hier im Bus setzen, das geht auch. Ich schwör, Digga, Anma. So. Ich lege mich jetzt eine Runde hier auf meine Koje. Ey, du. Kannst du bei mir gerne auf meine Koje legen. Eieieiei. Du geht's aber los, Josh. Du geht's aber los. Aber jetzt geht's aber los. Ich mach richtig schön warm, bis du nicht frierst. Jetzt geht's aber los, Julian. Die Geschichte vom Chaoten trifft sein. Willst du mich in den Schnee treiben hier, oder was? Warm, Schnee treiben. Und wenn er warm und Licht haben will, muss er dann an deinem Stab bleiben, ne? Ja, mein Brennstab. Ja, genau. Ja. Das ist ein Stabfeuerzeug. Ja. da fällt mir das aber wieder von Chaoten treffen ein mit den Julian Kojen. Aber Josh, glaubt, dass das ein Knicklicht ist. Wo Luisa so sagte, ey, geh mal den James wach machen. Ich geh so rein, denk so, ja, ich will die anderen Menschen nicht wecken. Sagst du ganz leise, James? James? Keine Reaktion. Du warst so leise, dass es wirklich kein Mensch gehört hat. Ja, ich wusste ja nicht, dass hier auch da noch andere Menschen sind. Ich wollte einfach nur hören. Was ist denn bitte da los? Ja, aber nicht mal ich hab's gehört, so leise warst du. Was hast du gemacht? Aber was, hä? Bist du mir reingefahren? Hä? Ich hab so, James! Gesagt. Was war das? Ich war das. Ich war der Carsten hier. Kam rechts von dir. Deswegen schlenkert er so, hä? Deswegen ist hier auch so weiß. Hä? Da hat aber jemand an irgendeinem Brennstab gerieben, wenn er so weiß ist. Ne, der Carsten kam rechts von dir, deswegen ist so weiß. Aber, und ich gehe so raus zu Lisa und sag so, der schläft noch. Und ich krieg den nicht wach. Sagt die, Moment. Moment mal, wenn ich jetzt selbst den Josh wach krieg, dann... Moment. Dann hat sie da irgendwie bei James so ein bisschen rumgetreten. Josh, was sagst denn du dazu? Julian, erzähl die Geschichte, wenn du doch richtig.
Ja, ich war ja nicht dabei. Ich weiß ja nicht, was sie gemacht hat, um dich wach zu kriegen. Sie sagt, das wollen wir auch gar nicht wissen. Ich war schon wach. Ich habe dich nur nicht gehört, weil du so leise warst. Du hattest einfach nur deine Samsung-Kopfhörer auf. Du. Danke. Luisa hat einfach nur ein wenig lauter geredet. Das ist der Unterschied gewesen. Ja, weil sie auch wusste, dass da kein anderer mehr war. Das wusste ich ja nicht. Das wusstest du nicht. Ich anfange, James, du Arschgeigewehr. Ja, aber du hättest ein bisschen lauter reden können, so dass andere Blitzdiebe Menschen dich hören, außer du selbst. Blitzdiebe. Ach, gib's zu, du warst einfach nur beleidigt, dass wir nicht im Liegewagen lagen. Ja, das war ich aber im Nachhinein, finde ich das auch. Ich war nur angepisst, dass ich 5 Euro mehr bezahlt habe, als ich musste. Ja, deine Spur geht weg, deine Spur geht weg. Geschafft. Hallo. Da kommt uns einer entgegen, der grüßt freundlich, grüßt zurück. Ich habe nur angehupt. Ist voll die Baustelle, ey. Ja, ja, ja. Voll die Baustelle. Aber Hupen endlich mal eine schöne Baustelle. Ich mag Hupen. Eure Mütter. Du magst Hupen? Wir sind eure Mütter. Team Möppes. Yeah, beruhigt euch. Möpp. Kommt das eigentlich daher? Keine Ahnung. Bestimmt, darum ist es. Also, Möp kenne ich schon lange. Mip. Ja! Das ist was anderes. Ja, aber das ist auch cool. Der kennt den Rotrunner nicht. Ja, den Rotrunner. Der rennt immer, wenn rot ist. Deswegen lebt er auch nicht allzu lang. Aber der lebt ja eigentlich. Der lebt doch immer lang. Der Coyote. Wildy Coyote. Aber der lebt ja trotzdem immer irgendwie. Das ist ja interessant. Oder respawnt dauernd. Menschen. Ja, stimmt. Die können ja noch von so weit runterfliegen und Felsen so komplett auf den Kopf. Die können dann auch mit dem Fahrrad zum Beispiel über eine Schlucht fahren. Ja. Dann irgendwann stehen bleiben. Runtergucken, wenn du merkst, genau. Zweimal zwinkern und dann vielleicht noch ein Schild hochhalten oder winken. Du merkst total, dass bei Disney eigentlich nie einer hops geht, ne? Deswegen haben die auch den Glöckner von Notre Dame so verunstaltet. Und die Originalgeschichte ist nämlich viel trauriger am Ende. No. Ja. Aber die armen kleinen Kinder können doch nichts Trauriges. Die brauchen doch was zum Lachen. Ja, aber Bambi ist... Bambi. Also es gehen aber in Disney-Filmen schon welche hops. Ja, aber die sterben ja immer in der natürlichen Todes, weil sie alt sind meistens. Ja, ja, genau. Das ist halt immer so. Und nicht, weil ihnen so ein mega fetter Felsen auf den Kopf fällt. Ja. Mir fällt direkt was ein, wo das nicht abfahren. So ist. Abfahren. Was denn? Überleg mal. The Lion King. Ist ja, anders. Okay. Der eine wird runtergeschmissen, der andere wird zerfleischt. Also ja, gut. Was stehst du denn da mitten in der Auffahrt? Ich bin gerutscht. Mich kippt's gleich um hier. Und im zweiten Teil sterben auch ein paar. Also eine wird von Holz, von Baumstämmen erschlagen. Holz. Und der andere Holz. Wird auch von Baumstämmen erschlagen. aber Julian, Holz kann doch gar nicht böse sein. Doch, es kann Holz ist was Gutes. Es kann animierte Zeichentricklöwen töten. Die wollten halt keinen Schneemann bauen, weißt du? Ja, im Sommer macht man sowas. Oder in der Savanne baut man auch keine Schneemänner. Doch, wenn der Weihnachtsholz läuft, ja klar. Ja, genau. Habt ihr mal Holz der Film geguckt? Yep. Ja, also irgendwann meine ich war ja immer so der war Holz, ja immer sehr der war ja immer sehr mit Holz schon immer. Sie haben bei ihm in der Familie auch immer. Der Film irgendwie nicht lustig. Der war ganz schön holzig, also sehr kernig, wenn du mich Mike und Schneesin. Mein Gott, ist das schön hier. Ja, ne? Ey, ist das schön. Oh, hier sind Steine. Was? Für das kurze Stück gab es jetzt die Geschwindigkeitsbegrenzung dabei. Ja. Ich habe jetzt echt Angst vor der Videogröße, wenn ich ehrlich bin, weil das ist nochmal echt mehr Bewegung als sonst. James, wo bist du jetzt da hingefahren? Auf dem Parkplatz. Ich wollte mir den mal angucken. Wo Parkplatz? Das ist ein Parkplatz? Ja, das ist ein Parkplatz. Ja, Tag, fahr mal schneller da weg. Nur weil du Kacke bist? Hab ich gesagt, du sollst da wegfahren. Du hast gesagt, fahr mal schneller da weg. Sag mal bitte. Sofort. Genau. Bitch. Wie? Das hat mein Cousin früher gebracht. Mit seinem Vater, wo der dann irgendwie was. Sein Vater gefragt hat, ob er dem irgendwas holen kann. Und der Vater nur so: Wie heißt das Zauberwort? Er so: Hokus Pokus. Ja, der Klassiker. Wie heißt das Zauberwort? Flott. Oder ZZ. Komm mal ran hier auf den Zentimeter und da, wo nicht glatt ist, kannst du auch rennen. Ja, aber nicht glatt ist, kann gerannt werden, ne?
Josh, du hast noch Fracht, du kannst dich aufschaukeln. Ja, ich kann aber auch nicht vorbeifahren, weil ich einen Duff habe. Du kannst alles. Ich kann dich anschieben. Du musst nur an dich glauben. Geballter Mercedes-Power. Ich glaube, bei dem Duff kannst du noch so viel glauben, das Ding ist. Du musst nur dran glauben. Ich muss hier rechts abbiegen. Nee, ich muss hier geradeaus. Da ist jemand neben mir. Hui. Ja, der Duff kann das. Oder das Schilder. Der schildert? Ja, der schildert N2. Ich hab mir doch diese Aufnahme nochmal angeguckt mit der Baureihe 420 da in München. Ja. Das war, glaube ich, wo der Hermi geschrieben hat. Nee. Da sagte der Josch das so zwischendurch. Oh, der Hermi schreibt gerade, es macht so gerade Skype-Plöpp. Plöpp? Ja. Ach ja, und da ist auch dieses Josch. Aber der hat da gar nicht so oft, wie du hörst, hat eigentlich nur einmal geschrieben, aber... Man hört das im Video gar nicht. Stimmt, gar nicht mit aufgenommen. Ich Intelligenzbolzen hab das jetzt Klingeln von Skype damals, weil das wir häufiger mal genutzt haben, das habe ich rechts abbiegen, auf meine Lautsprecher gelegt. Also das kommt aus den Lautsprechern raus. Und ja. OBS nimmt halt nur den Kopfhörerausgang. Game Sound auf, ja, und das hat man noch nicht gehört im Video. Boah, voll intelligent. Ey, voll eine Fähre hier. Nee, die setzen wir schon über. Ja, nee, also ich würde jetzt, also jemand, der noch eine Ladung braucht. Erst noch die Fracht abladen. Ich habe eine Motorfehlfunktion. Die lacht abfragen. Ich bin gerade am Überlegen. Alter, finde wie viele Dinger hast du denn hier? Wo bist du? Ey! Ich wollte da direkt an die Dinger da dran, damit ich eine schöne Thumbnail damit machen kann. Hier ist die Fähre zu. Oh, das ist aber schick hier. Die ist überall. Die Paint hat was. Ich mag das Paint. Wo ist denn überhaupt das Fährending? Da vorne oder wo? Ja, den Schwarzmüller Auflieger leider nicht nehmen. Nein, den kann man nicht im Multiplayer nehmen. Hier ist eine Bar. Okay, Bier. Aber jetzt hier nicht überall. Hallo. Wie ist der Josch denn da hingekommen? Der ist hier außen rum. Ach, der ist rechts lang gefahren. Nee, kann ich auch nicht. Ist aber schade. Mario, so. Trödler. Also ich bin jetzt an der Fähre. Ja, ich auch gleich. Hier? Welchem Ding bist du? Alter Finne! Hallo, Entschuldigung! Achso, das ist noch gar nicht nur Kollision, ne? Nee. Warum eigentlich nicht? Irgendwie nur Kollision ist das hier gar nicht, ne? Wo wir aber sind. Wir haben hier voll viele Linien. Welche Linie wollen wir denn nehmen? Die 7 oder? Ich nehm die Dry. Oh, wir müssen hier mal rüber. Ist mir aber sehr trocken, also ich weiß es nicht. Hier, einmal rum hier. Hoi. Wir müssen 9, 10, 11 oder 12 nehmen. Nehmen wir jetzt mal die 12. Es ist, glaube ich, die Gegenrichtung, wo ich gerade stehe. Dann müssen wir hier links rüber. Hallo. Ach. Moment, hier sind Knöppels. Die Nümmels. Ich könnte hier was nach Dover mitnehmen. Ach, hier ist die Fähre. Aber nee, das wird da verlängert. Das ist dann doof. Das wird dann immer länger, das Ding. Ich kenne es sonst länger. Nur von Bausimulator-Aufnahmen. Dass die immer länger werden. Die Drahtseile, die immer länger wurden. So, ich muss mal eben austreten. Jo. Ja. Trip. Alter, finde ich, Stein ist aber schon groß. Ach, hier ist die Fähre. Jetzt hier rechts. Wir müssen noch kurz den Josch einsammeln. Ne, der Josch, der steht direkt an der Fähre. Was? Ja, er steht schon direkt an der Oh, da kann ich Wasser angucken mit der Fliehkamera. Und die Blinds hier sind floten auch nicht da. Die floten auch kein Modell. Bist du hier bei Carsten direkt? Ja, da bist du. Das sind voll die fetten Steine. Guck mal links neben mir. So eine 2D-Steintextur auf einen Berg gemacht. Ja. Damit er 3D wirkt. Hat aber... Ach, hier ist noch nicht nur ein Collision so. Nee, immer noch nicht. Ich dachte auch eben, hier wäre ein Collision. Der hat meinen LKW gerammt. Ich fahr da mal rein. Hast du so einen schillernden Lack auf deinem LKW, James? Nein, ich hab das Europa-Dings. Sieht richtig so den Lack vom Dings her. In all seinen Bestandteilen. Mario? Was denn? Du bist im Gegenverkehr. Hier ist ja noch keine No-Collision Zone. Nee. Nee, die ist erst in der Fähre. Ach, ja, aber cool, jetzt bin ich schon quasi in der Fähre. Und hier am Fährenpunkt ist immer noch keine No-Collision Zone. No-Collision Zone, natürlich. Nee. Ja.
Hä, aber das steht gar nicht mehr in der Ecke. Hä? Nee, okay, das steht bei mir. In der Mitte, das jetzt steht unten das. In der Mitte. Was habt ihr jetzt wieder für ein Problem? Nix. Übergesetzt. Ach, ihr habt mal wieder übergesetzt, ne? Nee, nee, wir stehen gerade noch am Vier. Habt ihr aber Glück gehabt. Also ich hab schon übergesetzt. Ich auch. Ah, toll. Ich jetzt auch. Nach Stunde. Wartet mal nicht auf einen Kollegen. Nee, machen wir nicht. Keine Sorge. Ihr seid echt... Wir hätten auch gar nicht vorgehabt, also brauchst du keine Vorwürfe machen. Ihr seid echt gemein. Right on left. Links fahren. Ach scheiße, ja, wo steht denn das? Kürtel Fenster. Also ich hab jetzt erstmal... Oh, jetzt regnet's. Nee, bei mir... Nee, das hab so ich ausgeschaltet, Plymouth, weil auch noch Regen dazu finde so ich... So Fempten und dann über London nach Felixstein. Mai, wo musst denn du hin? Felix, so, wartet doch mal. Die hauen schon wieder ab. Also ich fahr nach Trado. Ich fahr mal eben in die Werkstatt. Ach, Trado. Werkstatt finde ich gut, Carsten, ich komme mal mit. Wo ist die Werkstatt? Ich fahr nach LKW-Lok. Ich muss auch nach Trado. Ja, dann haben wir Trado und LKW. Carsten, links.